Hey mal zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Dark Project. Mein Stuhl ist am Quietschern. Yeah. Und ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der schlägt sich wahrscheinlich immer noch mit der flachen Hand vor die Stirn und denkt sich, wie dämlich kann man eigentlich sein? Denn wer das Spiel kennt, weiß, dass ich nicht in Cripps Büro muss und nicht an diesen Safe muss, um an diesen Talisman ranzukommen. Aber was ich jetzt trotzdem machen werde, da ich den Schlüssel schon mal habe, werde ich natürlich trotzdem in Cripps Büro gehen. Und ich habe natürlich jetzt auch herausgefunden, wie ich das Ganze machen kann. Wenn ich jetzt hier mal hoch dürfte, wäre das wundervoll. Garrett, bitte. Würdest du bitte... Jawohl, danke. So. Jetzt finde ich natürlich den Weg zurück auch nicht mehr. Sehr gut. Ich weiß, dass ich hier irgendwo einen Weg gefunden hatte, den ich vorher noch nicht gekannt habe. Also das wird hier jetzt definitiv die letzte Folge sein. Wie lange die jetzt gehen wird, ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Und ja, ich werde diese Mission in diesem Part beenden. Wie gesagt, wie lange das jetzt gehen soll, im Endeffekt ist mir vollkommen egal. Aber ich werde es auf jeden Fall in dieser Folge beenden. So, jetzt weiß ich nämlich auch... Gut, ich weiß jetzt nämlich, dass ich hier hinten rüber muss. Und dann... Sekunde. Wenn ich von hier komme... Muss ich wo hoch? Ah, jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier irgendwo einen Aufgang hoch musste. Ich glaube, der hier war's. Nein, der war's nicht. Wartet ganz kurz. Kleine Pause. Okay, also so wie ich das jetzt sehe, muss ich hier... Da hinten hoch. Hey, da komme ich aber doch gerade runter. Ist das Game hier anders aufgebaut als das von... Ich habe nämlich hier... Wow! Um Gottes Willen. Geh runter. Ich habe bei einer anderen Let's Playerin, namentlich Kind des Karas, nachgeschaut, wie ich zu Cripps komme. Und bei ihr ist das... Diese Tür hier. Ups. Ah, es ist bei mir auch. Sehr gut. Hier war ich tatsächlich schon mal drin. Wie es aussieht. Stimmt, da habe ich Garretts wundervolle Hafenkünste. Das ist übrigens Cripps. Yay. Ich Garretts wundervolle Hafenkünste noch so ein bisschen veralbert. Muss ich nur gucken, welcher dieser Schlüssel das war. Das war, glaube ich... This will make a nice little bonus. Oh ja, yeah. Nice little bonus. 2020 habe ich jetzt. Ich hätte ja gerne mal gewusst, wie viel ich vorher gehabt habe. So, aber jetzt habe ich im Prinzip alles, was ich wollte und kann jetzt endlich auch dann... Uff. Zur Lady von und zu Valerius und kann mir diesen blöden Wassertalisman holen. Ja. So. Jetzt muss ich nur natürlich nochmal überlegen, wie ich da jetzt hinkam. Aber ich meine hier dieses komische Rondell, bei dem ich war. Und wenn die Folge heute nur 10 Minuten gehen sollte, dann geht sie halt nur 10 Minuten. Dann ist mir das eigentlich auch ziemlich Wurst. Denn ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf dieses Level. Und wenn ich hiermit fertig bin, dann bin ich fertig und dann freue ich mich. Freue ich mich einfach nur. So, hier ist nämlich auch noch eine Schatulle und da bekomme ich den blauen Schlüssel raus. Und ich renne hier 2 Folgen lang einfach nur sinnlos durch die Gegend und suche diesen verkackten Schlüssel. Gut. Zack. Und da habe ich den Talisman of Water. So. Dazu hat Garrett nichts Großes zu sagen und
Jetzt werde ich einfach nur noch zusehen, dass ich irgendwie wieder hier rauskomme. Das dürfte eigentlich auch nicht allzu schwer sein. Denn hier komme ich doch, glaube ich, auch direkt runter zum... Ah, Nase juckt. Ja. Entschuldigung. Meine Niesattacken. Oh, das war laut. Ich hoffe ja einfach mal, dass hier keiner umschleicht, der mich in irgendeiner Form hören könnte. 2020, meine Güte. Das ist für das nächste Level echt nicht schlecht. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob das da vorne so ein Heilbrunnen ist, wie ich gedacht habe. Oh, ah. Lass diese Türen immer in meine Richtung aufgehen. Nope. Offensichtlich ist er das nicht. Sieht einfach nur stark danach aus, aber zumindest habe ich jetzt noch zwei Wasserpfeile, mit denen ich nichts anfangen kann. Oh. 2145. Mein Gott, ich bin noch niemals so gut gewesen in einem Level. Okay. Also ich sehe dann jetzt mal zu, dass ich hier irgendwie rauskomme. Und ich wette, ich finde den Ausgang nicht. Ah, hier. Sehr gut. Einmal kurz speichern. Theoretisch könnte ich jetzt einfach hier schnurstracks raus. Glaube ich. Hoffe ich. Das hieße aber, dass ich jetzt eine Folge von... Ja doch. 8 Minuten hätte. Wow, ich bin begeistert. Ich würde sagen, dann hänge ich die Cutscene auf jeden Fall noch hier hinten an diese Folge dran. Dann habt ihr die direkt dabei. Und... Jetzt gucke ich mal, ob das Ganze überhaupt stimmt. Vielleicht schaue ich ja auch, ob ich dann den Anfang des anderen Kapitels dann direkt noch mitmache. Oh, jetzt rennt er hier natürlich die ganze Zeit hin und her. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ja, 13 Pfeile. Ich hoffe, der geht da hinten einfach wieder hoch. Aber ich habe das Gefühl, dass der hier einfach nur hin und her rennt. Das hieße, ich müsste ihn irgendwie ausschalten. Dreht er sich rum? Ja, er dreht sich rum. Scheiße. Okay, könnte doch noch ein bisschen länger dauern. Moospfeile habe ich natürlich keine mehr. Boah, ich muss mir im nächsten Part auf jeden Fall Moospfeile besorgen und Blitzbomben. Weil ich weiß, dass die nächste Mission eine Art Undercover-Einsatz ist und ich da auch möglichst keinen töten soll. Okay, einmal schnell speichern. Das war sehr gut, das läuft doch. Ich probiere einfach, wenn der ganz da hinten ist, habe ich eigentlich Heiltränke? Breath Potion, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Ah ja, ich kann mir mal einen Heiltrank reinpfeifen. Da ich ja sowieso jetzt gleich hier fertig bin. Schnell. Okay. Draußen rennen auch noch welche rum. Ich will mal ganz kurz gucken. Hier kann ich doch eigentlich hoch, oder? Ich nicht hoch. Identify yourself. Ich dachte, hier wäre eine Treppe. Hier kann man doch hoch. Okay. Es reicht offensichtlich nicht, einfach durch die Vordertür zu gehen. Ich glaube, ich muss da hinten entlang. Einfach wieder zurück. Naja, dann geht die Folge wenigstens doch noch ein bisschen länger. Aber mal sehen, ich denke, ich werde trotzdem die Cutscene direkt an dieses Video dran machen. Huch!
Okay, das war's dann. Ich habe alles beendet. Okay, eine Scroll habe ich. Oh nein. Gasminen. Wie viel kosten die Dinger? 650, ihr wollt mich doch verarschen. Healing Potion habe ich gar keine. Moospfeile. Gib mir die Moospfeile. Gaspfeile. Gasminen. Die Gaspfeile kosten nur 500. Davon könnte ich mir noch zwei leisten. Dann gib mir die zwei, komm. Gut, jetzt kann ich mir keinen einzigen Heiltrank leisten. Ist jetzt die Frage, ob das so gut ist. Okay. Wenn ich einen von den Moospfeilen wieder zurückgebe, könnte ich mir einen Heiltrank holen. Aber nur 6 Moospfeile. Klappt nicht. Wenigstens einen Heiltrank will ich dabei haben. Okay. Noisemaker. Natürlich auch nicht schlecht. Der Lufttalisman ist eine interessante Herausforderung. Ich brauche ihn, wenn ich Konstantine das Auge besorgen möchte. Es ist im Hammeritentempel der Stadt gut versteckt. Ich muss also erst einmal die Lage peilen. Das Problem ist, dass hier Tag und Nacht etwas los ist. Nicht einmal ich bliebe lange unentdeckt. Wie sagt man? Wenn man einen Brief verstecken möchte, ist der Kaminsims der beste Platz. Ich werde also als Hammeriten-Novize verkleidet einfach durch den Haupteingang schlendern. Mein Gott, bin ich genial. Zumal Novizen auf dem Tempelgelände nicht sprechen dürfen. Mit meinen Kontakten sollte ich mir einen Novizenpass besorgen können, mit dem ich durch das Tor komme. Wenn ich einmal drin bin, habe ich alle Zeit der Welt. Ich kann den Tempel in Ruhe durchsuchen und den Talisman einpacken. Solange ich keine Gewalt anwende oder geschnappt werde, was ich nicht hoffe. Als Neuzugang wäre ich mit Sicherheit der Erste, den Sie verdächtigen, wenn etwas nicht stimmt.